Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es scheint ja fast so, dass man bei den sich überstürzenden Nachrichten aus Israel kaum noch Ruhe findet, um sich mit biblischen Themen auseinanderzusetzen. Und selbst die Auseinandersetzung mit prophetischen Themen, die ist irgendwie eingeschränkt, weil alle so aufgeregt sind und alle schauen nach Israel und die Meldungen überschlagen sich und dann gibt es wahre Meldungen, dann gibt es falsche Meldungen und dann gibt es Schuldzuweisungen und also da geht es drunter und drüber. Ich möchte trotzdem die Gelegenheit einfach nutzen und nochmal diesen Kerngedanken ganz kurz berichten und erzählen über die Wiedergeburt Jerusalems. Bei all dem, was wir jetzt da sehen im Nahen Osten, darf man nicht vergessen, da wird auch nochmal eine Friedensphase kommen. Ja, das, was wir jetzt sehen, das wird unter Umständen dazu führen, dass in den nächsten Monaten und vielleicht Jahren, der ganze Nahe Osten neu geordnet werden wird. Und es steht zu erwarten, dass, wenn das passiert, sich das der biblischen Prophetie annähern wird und dass wir geopolitische Situationen im Nahen Osten wieder sehen werden, wie sie in der Antike gewesen sind. Und dass die, die ihre Bibel kennen, dann wahrscheinlich ganz erstaunt in den Nahen Osten schauen werden und sagen werden: Moment mal, das kennen wir doch aus Jesaja und so weiter. Ja? Also, das kann durchaus sein. Aber ich möchte die Zeit, wie gesagt, nutzen für dieses Thema der Wiedergeburt Jerusalems. Einfach, um das nochmal ganz, ganz knapp und kurz und nachvollziehbar für alle, die vielleicht auch neu sich mit dem Thema auseinandersetzen, zu erklären. Also, die Gemeinde Jesu Christi, die ist vor 2000 Jahren in Jerusalem entstanden, zu Pfingsten. Ja, da hat Gott seinen Geist ausgegossen auf die Stadt Jerusalem. Jesus bescheidet auch die Jünger zurück nach Jerusalem vom See Genezareth nach seiner Auferstehung und sagt, dass sie dort auf die Verheißung warten sollen. Auf welche Verheißung? Naja, auf die Verheißung aus dem Alten Testament, dass auf Jerusalem Gottes Geist ausgegossen wird. Ja? Zum Beispiel in Joel steht davon. Das heißt also, dass die Gemeinde Jesu vor 2000 Jahren zu Pfingsten in Jerusalem begonnen hat. Von dort aus ist dann die Gemeinde Jesu in die ganze Welt gegangen. Ja? Alle Welt hat geglaubt. Das steht zum Beispiel in Jesaja 55. Ja? Da ist dieser Jesaja-Zyklus. Jesaja 53 stirbt Christus. Jesaja 54 die Gemeinde Jesu aus den Juden. Jesaja 55 die Gemeinde Jesu aus den Heiden. Und so entwickelt sich das dann immer weiter fort. Ja? Also das Evangelium Jesu Christi ist von Jerusalem aus in die ganze Welt gegangen. Und die Erwartung der meisten evangelikalen Gläubigen ist die, dass jetzt irgendwann die Entrückung kommt. Nach der Entrückung kommt dann, und zwar unangekündigt, ja, es kann jederzeit kommen, so ist die Vorstellung. Und nach der Entrückung kommt dann die 7-jährige Trübsalszeit mit Antichrist und großen Schwierigkeiten in Jerusalem und so weiter. Und dann kommt Christus wieder auf den Ölberg und dann wird das 1000-jährige Reich aufgerichtet. So ist ganz grob die Vorstellung in der evangelikalen Welt über das Ende der Gemeinde. Ich glaube aber, dass das Evangelium nach 2000 Jahren Heidenchristenheit, ja, das ist so ein schwieriges Wort, weil Heiden im Deutschen so eine abwertende Konnotation hat. Aber nachdem das Evangelium 2000 Jahre unter den Völkern der Welt gewesen ist, geht das Evangelium wieder nach Hause. Und am Ende der Zeit wird sozusagen als Krönung oder als Abschluss auch die ganze Stadt Jerusalem noch zum Glauben an Jesus Christus kommen. Das nenne ich die Wiedergeburt Jerusalems. Oder um das in einem alttestamentlichen oder Wortbild auszudrücken, die Tochter Zion kommt in der Endzeit in Wehen und gebiert. Sie gebiert einen Überrest. Und dieser Überrest glaubt an Jesus Christus. Wenn man darüber mit evangelikalen Christen spricht, dann sagen die immer: Ja, gut, ganz Israel wird ja gerettet werden, Römer 11. Das ist aber ein anderer Zeitpunkt, weil dort steht ja, ein Erlöser wird kommen nach Zion und das gottlose Wesen abwenden von Jakob. Und der Erlöser ist Jesus Christus. Der wird in Gottes Heilsgeschichte zweimal nach Israel kommen. Und zwar einmal vor 2000 Jahren kam er schon. Da ist er nach Zion gekommen, ja, und einmal in der Endzeit, wenn er auf den Ölberg kommen wird. Aber wenn Christus auf den Ölberg kommen wird, dann haben wir schon das Ende der 70. Jahrwoche. Ich meine aber den Anfang der 70. Jahrwoche. Denn ich glaube, dass die 70. Jahrwoche taggenau mit dem Tag der Wiedergeburt Jerusalems beginnen wird. Ja?
Das habe ich in den Videos dann im Detail auch erklärt. Was noch wichtig zu bemerken ist, ist, dass nicht Israel wiedergeboren wird, sondern nur Jerusalem, nur die Tochter Zion gebiert. Das ist auch ein Axiom in der evangelikalen Theologie, dass man davon ausgeht, dass Israel wiedergeboren wurde, der Staat Israel, und zwar mit seiner Staatsgründung 1948. Da könnte man viel sagen zu. Ich glaube, dass das nicht der Fall ist. Das steht auch in der Bibel nicht. Das ist ein zionistischer Begriff, der immer wieder von den Evangelikalen auch verwendet wird, weil man da nicht genau trennt zwischen dem, was in der Bibel steht und was außerhalb der Bibel auch über Israel berichtet und zum Teil behauptet wird. Es geht also nicht darum, um die Wiedergeburt des Staates Israel, die angeblich im Jahr 1948 mit der Staatsgründung begonnen hätte. Das ist überhaupt nicht das, was ich meine, sondern ich spreche von der Wiedergeburt der Stadt Jerusalem. Denn Israel wird zerbrechen, wird in zwei Teile zerbrechen, einen Norden und einen Süden. Und der Süden wird belagert werden, Jerusalem wird politisch, nur die Stadt Jerusalem wird politisch vollkommen isoliert werden. Alle, die können, werden aus der Stadt fliehen. Die Stadt wird belagert werden. Diese Belagerung beschreibt die Bibel mit Wehen. Die Tochter Zion kommt in Wehen, weil die, die in der Stadt Jerusalem dann belagert sind, Angst haben, verständlicherweise. Und in diesen Wehen kommt dann die Tochter Zion im hohen Alter von 2000 Jahren zum Glauben an Jesus Christus. Ja, dafür gibt es im Alten Testament ganz viele Berichte, ganz viele Wortbilder. Sarah zum Beispiel, die im hohen Alter noch ein Kind der Verheißung gebiert, nämlich Isaak. Das sind alles Bilder auf diese zukünftige Wiedergeburt Jerusalems, wo die Stadt Jerusalem zum Glauben an Jesus Christus kommt. Das ist so ganz grob der Rahmen. Das zu verstehen ist eigentlich nicht so sehr schwer. Ja? Also zu sagen, die Gemeinde Jesu hat in Jerusalem begonnen und die Gemeinde Jesu wird in Jerusalem enden und abgeschlossen werden, das ist nicht so schwer zu verstehen. Das Problem für die Exegeten, für die Ausleger und für die Pastoren in der evangelikalen oder evangelischen Welt ist das, dass damit ihre Eschatologie vollkommen durcheinander gerät. Und das wollen sie nicht, weil sie das korrigieren müssten. Ja, dann geht es um Zeitpunkte der Entrückung, denn wenn Jerusalem zum Glauben an Jesus Christus kommt, dann gehört ja Jerusalem oder diejenigen Menschen, die in Jerusalem dann zum Glauben an Jesus Christus kommen, die meisten davon werden Juden sein, ja, aber die gehören ja auch zur Gemeinde Jesu. Und dann kann bis dahin aber auch noch keine Entrückung gewesen sein. Denn die Gemeinde Jesu ist ja nicht zerteilt. Ja? Es gibt nur eine Entrückung in der Gemeinde, in der Bibel, und die betrifft die ganze Gemeinde. Und die Gemeinde besteht aus Juden und aus Nichtjuden. Ja? Wenn also Jerusalem noch wiedergeboren werden sollte in der Zukunft und die dann Wiedergeborenen genauso wiedergeboren sind wie wir, vielleicht sogar noch mehr, weil denen ja die Verheißung geschehen ist, dann gehören die auch zur Gemeinde Jesu. Und dann kann bis dahin keine Entrückung gewesen sein. Das widerspricht dann aber dem Dogma, muss man fast schon sagen, bei einigen evangelikalen Christen, dass die Entrückung jederzeit geschehen könne. Das würde bedeuten, dass bevor die Entrückung kommt, noch ein Ereignis, zumindest ein Ereignis, nämlich das der Wiedergeburt Jerusalems, stattgefunden haben müsste. Und dann fällt dieses Dogma der unmittelbar und jederzeit möglichen Entrückung in sich zusammen. Und weil sie das nicht wollen, deswegen haben sie jetzt ein Riesenproblem. Also der Gedanke, wie gesagt, ist nicht so leicht, nicht so schwer zu verstehen, dass die Gemeinde Jesu in Jerusalem begonnen hat und dort auch wieder enden wird. Ja, das ist keine Raketentechnologie, wie man normalerweise sagt. Das Problem ist nur, dass die Konsequenz daraus relativ schnell auch auftaucht bei den, zumindest bei meinen Zuhörern, mit denen ich bisher darüber gesprochen habe, dass sie sofort fragen, ja, und wann ist die Entrückung? Weil die natürlich genau wissen, wenn Jerusalem erst noch wiedergeboren werden muss, kann bis dahin keine Entrückung gewesen sein. Dann ist aber ihre Predigt von einer unmittelbar bevorstehenden oder jederzeit möglichen Entrückung nicht mehr gültig. Dann haben sie ein Problem, weil ihre Theologie jetzt im Feuer steht. Und dann trauen sie sich aber nicht dagegen zu argumentieren, weil der Gedanke ist nicht so sehr schwer und auch relativ schnell nachzuvollziehen. Sie wollen dem also nicht zustimmen, aber sie können es auch nicht abstreiten. Und dann entsteht so ein Schweigen, ja, und dieses Schweigen existiert seit Jahren eigentlich. Aber gut, das ist nochmal eine andere Sache. Ich wollte nur diesen Gedanken der Wiedergeburt Jerusalems nochmal ganz kurz skizzieren, weil ich der Überzeugung bin, dass
um endzeitliche Auslegungen zu machen, die belastbar sind, man unbedingt von diesem Tag der Wiedergeburt Jerusalems wissen muss und diesen Tag in der Endzeit auch berücksichtigt. Warum? Weil dieser Tag der Wiedergeburt Jerusalems ein ganz bestimmter Tag sein wird. Das ist kein Prozess, wo sich vielleicht orthodoxe Juden in Israel oder auch säkulare Juden in Israel zum Evangelium bekehren würden, sondern das ist ein katastrophisches Ereignis an einem einzigen Tag, so wie Pfingsten auch an einem ganz bestimmten Tag stattgefunden hat. Und dieser eine Tag ist für die Endzeit ein weiterer Stichtag. Ja, das wäre der dritte Stichtag, den wir hätten für die Endzeit. Bisher haben wir den Tag der Entrückung, von dem niemand weiß, wann der kommt, und wir haben den Tag der Wiederkunft Jesu Christi auf dem Ölberg. Und das sind die beiden einzigen Stichtage, mit denen wir versuchen, endzeitliche Abläufe zu erklären und auszulegen. Das funktioniert meiner festen Überzeugung aber nicht, sondern wir brauchen einen dritten Stichtag. Und dieser dritte Stichtag, das ist der Tag der Wiedergeburt Jerusalems. Und mit diesem dritten Stichtag können wir viele bislang dunkle Stellen in der Bibel, im Neuen Testament, plötzlich verstehen. Ja, die Bibel wird dann plötzlich da verständlich und verlässlich, und das geht bis in 2. Thessalonicher 2, das geht zum Schluss bis zum dritten Tempel. Deswegen glaube ich, dass die Kenntnis von der Wiedergeburt Jerusalems für die Eschatologie und für die Auslegung eschatologischer Zusammenhänge unbedingt wichtig ist. Ja? Deswegen wollte ich das einfach nochmal so in ganz kurze Sätze fassen. Es sind jetzt, ich glaube, 12 Minuten geworden. Trotz allem, was wir im Moment in Israel sehen und erleben, das sind meiner Meinung nach durchaus auch schon Vorzeichen und Anzeichen von Wehen. Kriegen und Geschrei von Kriegen ist ja angekündigt in den Endzeitreden Jesu, Kriegsgerüchte, ja. Und er sagt, das alles ist der Anfang der Wehen, der Geburtswehen. Welcher Wehen? Der Wehen der Tochter Zion. Wozu führen diese Wehen der Tochter Zion? Naja, dazu, dass die Stadt Jerusalem am Ende der Gemeindezeit nach 2000 Jahren, wo das niemand mehr erwarten würde, im hohen Alter sozusagen von 2000 Jahren, diese Stadt nochmal Wiedergeburt erleben wird. Zion wird gebären und wird einen Immanuel, einen Überrest gebären. Gott ist mit uns, ja. Das mal so in aller Kürze zur kleinen Rekapitulation und vielleicht zur Ergänzung von den vielen, vielen Videos, die ich dazu gemacht habe. Wen das Thema interessiert, der möge sich da im Internet auch umtun und auf meinem YouTube-Kanal. Ich gebe euch da einen Link unten in der Videobeschreibung. Ich danke sehr fürs Einschalten, wünsche alles Gute, Gottes Segen und bis bald.